zusammen, begleitet heute Inka und mich zu einer Intervallsession auf dem Sportplatz auf der Laufbahn in Marktbisting. Wir wärmen uns jetzt mal 1,5 Kilometer auf und dann sehen wir uns oben. Bis später. So Inka, was haben wir da jetzt? Ha? Jetzt haben wir auf unserer Laufbahn in Marktbisting. Beachvolleyball, alles da. Schaut so schön aus, hat ungefähr 5 Grad, in der Sonne gefühlte 10, 15, beim Wind minus 3. Und das heißt für mich, wir machen jetzt mal ungefähr 4 Runden aufwärmen. Sind hier heroben 1 Kilometer, weil 1,5 Kilometer sind wir schon hergelaufen. Und dann geht's los mit 6x 750 Meter Intervall. Sind hier in dem Fall 3 Runden und 2 Runden auslockern. So trainiere ich meine Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer. Und ja, bevor wir lang herumstehen und einfrieren, starten wir. Jetzt geht's. So, nach den 3 von 6 Runden gibt es ein kleines Zwischenresümee. Es geht gut, es läuft sich. Ich spüre ein bisschen die Umstellung auf dem Vorderfußlauf. Es brennt in die Wadeln schon. Ja, das gehört dazu. Und jetzt geht es noch 3 Runden. Das Tempo ist auch super. Ungefähr 3 Minuten 40 bis 3 Minuten 50 auf 750 Meter. Und die letzten 3. Schauen wir, dass wir das gleiche Tempo noch rennen. Weiter geht's. There must be a boy far away. Exotic face that just has a way. The girls follow the curve of his lips. He smiles while their hearts are all doing flips. Für heute sind wir fertig mit dem Training. Die 6 Runden sind gut gegangen. Natürlich alles digital mitgezeichnet. Es waren 8 Kilometer, 6 Runden, 750 Meter pro Runde. Durchschnittszeit so bei 2 Minuten 50, manche sogar 2 Minuten 40, aber das war nur am Anfang, wenn ich Energie gehabt habe. Die Trainings sind richtig hart. Jetzt heißt es schnell umziehen, ein bisschen was Wärmeres anziehen. Und dann auf nach Hause, so die warme Dusche. Und das Schöne ist, jetzt geht es noch gut fast 2 Kilometer heim. Oder 1,5 Kilometer und somit sind wir dann ausgelockert. Haben unser Cooldown-Programm auch gemacht. Und ja, das nächste Mal gibt es das Lauf-ABC. Mein eigenes, also wie ich es mir zusammengestopselt habe, dass es für mich am meisten bringt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. I wanted a home and a house girl romance. I wanna go with a boy with some mystery. Just feel that.